Etwa 40 Kilometer von Luxor gibt es eine Stelle, die in altpharaonischer Zeit als Enerti bezeichnet wurde und heute noch als Gebelain vorzutreffen ist. Etwa auf halber Strecke werde ich Halt machen, um von der Ostseite des Nils aus dieses Gelände, welches alte Gräber beherbergt, zu betrachten. Wir biegen von der Fernverkehrsstraße Luxor-Asuhan ab und fahren durch ein Dorf, welches die typischen Bauten für die ländliche Gegend Ägyptens aufweist. Die hier wohnenden Menschen leben vorwiegend von der Landwirtschaft und haben einen relativen Wohlstand. Das sieht man an den Backsteinbauten. Es ist noch früh am Morgen und für den Monat November haben wir fast sommerliche Temperaturen. Von hier aus kann man schon zum Nil blicken, aber wir wollen uns eine ruhige Stelle für das Filmen suchen. Für diese Gegend könnte das Wort Paradies, welches auf Deutsch Garten heißt, voll zutreffend. Hier sehe ich zum ersten Mal ein Bewässerungssystem, wie es in Ägypten über Jahrtausende praktiziert wurde. Früher gab es für jeden Bauer und für jedes Feld ein Kontingent. Und je nach Lage, Wetter und Wassermenge wurde dieses Kontingent realisiert. Es ist klar, sauber und bringt einen hohen Ertrag für den Anbau der Feldfrüchte. Von hier aus können wir einen der beiden Hügel, welcher sich auf der Westseite des Nil befindet, sehen. Oben auf der Spitze befindet sich das Grabmal des Scheichs Al-Mosse. Wir haben den Ort auf der Ostseite des Nils verlassen, fahren über die Staumauer von Esna weiter in Richtung Innenstadt. Wir fahren nun auf der Westseite des Nils und biegen in wenigen Augenblicken auf die Fernverkehrsstraße von Assuan nach Luxor ein. Esna ist bekannt für ihre großen Bananenplantagen. Aber zurzeit haben die Leute wenig Geld und die Bananen sind billig wie noch nie oder lassen sich gar nicht verkaufen. Wir sehen die klassischen Fuhrwerke, die überall in Ägypten anzutreffen sind. Horizont taucht wieder das Grabmal des Scheichs Al-Mosse auf. Wir biegen rechts ab, fahren über einen Kanal und befinden uns an der Stelle, wo die frühen antiken Begräbnisse stattfanden. Auch hier finde ich wieder den Beweis dafür, dass spätere Religionen genau an den Stellen der Vorgänger ihre Grabstätten errichteten. Plötzlich beginnt ein großes Palaver. Denn in Vergangenheit hat es große Probleme mit Touristen gegeben, die ohne jede Genehmigung diese antiken Grabstätten besuchten. Es wird uns empfohlen, in den Ort zu fahren, und im Zeitalter des Smartphones werden wir bereits vom Dorfältesten erwartet. Alle sind freundlich und nett, aber hier endet vorerst unsere Fahrt.
Es wird uns gesagt, wir könnten in Luxor eine Genehmigung zur Besichtigung der Grabkammern holen und wir werden es versuchen. Also, es gibt garantiert einen Teil 2.